tiefe Wälder, mächtige Flüsse. Die chinesische Mandschurei, ganz im Nordosten des Landes, an der Grenze zu Russland. Die Sommer sind kurz, die Winter lang und bitter kalt. Die Menschen genießen jeden Tag der warmen Jahreszeit. Heilongjiang heißt die Provinz, benannt nach der Lebensader der Region, dem Fluss Amur. Harbin, die Metropole des Nordostens. 6 Millionen Menschen leben hier. Eine junge Stadt. Sie wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Von Russen, die damals die transmandschurische Eisenbahn bauten. Längst ist sie in chinesischer Hand. Die fruchtbare Provinz lockte viele Han-Chinesen hierher. Das russische Erbe ist dennoch unübersehbar. Im Zentrum die russisch-orthodoxe Sophienkathedrale. Die Russen prägten die Stadt in den ersten Jahrzehnten. Ingenieure, Arbeiter und später Zarenanhänger und Adlige, die vor der russischen Revolution flohen. Die europäische Architektur gibt der Stadt ihr besonderes Flair. Heute wird die Altstadt auch restauriert. Das war nicht immer so. Mitte der 60er Jahre wurden China und die damalige Sowjetunion erbitterte Feinde. Die Russen in China verfolgt und vertrieben. Heute gibt es wieder ein russisches Café, Lursiya. Es gehört Hu Hong, dem Sohn einer Russin und eines Chinesen. Er ist einer der letzten Nachfahren. Viele persönliche Gegenstände und Fotos aus der Blütezeit russischen Lebens hat er zusammengetragen. Ein kleines Museum. Das Porträt seiner Urgroßmutter wurde noch in St. Petersburg gemalt. In den 50er Jahren haben noch 120.000 Russen in Harbin gelebt. Aber als sich die Beziehungen zwischen China und Russland verschlechtert haben, sind die meisten geflüchtet. 800 oder so sind in China geblieben und haben hier gelitten. Ein paar haben es nach Australien geschafft. Und die, die zurück in die Sowjetunion gegangen sind, wurden dort schikaniert, in den Minen Sibiriens. Mit seinem Café will er vor allem den jungen Chinesen zeigen, wie wichtig die Russen für die Geschichte der Stadt waren. Die gemeinsame Vergangenheit soll in ein positives Licht gesetzt werden. Wir haben in der Vergangenheit die Geschichte nie objektiv betrachtet. Wir haben von der russischen Aggression gesprochen, von der semikolonialen oder kolonialen Phase. Wir mussten die Russen Plünderer nennen. Heute benutzen wir diese Begriffe nicht mehr, sondern sagen, es war die Zeit der Einwanderung. Eines der ehemaligen russischen Viertel steht dennoch kurz vor dem Abriss. Es ist ein Filetstück Harbins. Der Grund und Boden in der wachsenden Metropole zu teuer für ein- oder zweigeschossige Häuser. Dieses Stück Geschichte geht verloren. Dafür wachsen überall Hochhäuser aus dem Boden. Die Gegenwart ist chinesisch. Mit sozialistisch-monumentaler Baukunst am Ufer des Sungari-Flusses. Feierabend in Harbin. Tanzvergnügen, gerne im Gleichschritt. Harbin liegt an einem Zufluss des Amur. Im Sommer Schwimmbad, im Winter Schlittschuhparadies
und Schauplatz des Eisfestivals. Die Stadt war auch Zentrum einer großen jüdischen Gemeinde, die Alte Synagoge. Der israelische Professor Dan Ben Kanaan lebt seit vielen Jahren in Harbin und bespricht mit einem Vertreter der Baubehörde die Renovierung der Synagoge. Lange Jahre war das Gebäude zweckentfremdet, als Jugendherberge, Café, Laden. Warum jetzt der Eifer der Chinesen? Wir wollen die jüdische Vergangenheit Harbins bewahren, die besondere Geschichte der Stadt, ihre Kultur stärker herausstellen. Es gibt eine ganze Reihe jüdischer Gebäude in Harbin. Die Renovierung der alten Synagoge soll allen Restaurierungsarbeiten als Beispiel dienen. Aus der Synagoge soll ein Musikzentrum werden, denn Juden gibt es in Harbin nicht mehr, außer Professor Ben Kanaan. Mir geht es bei der Renovierung nicht so sehr um den religiösen Aspekt. Aber alles, was die Vergangenheit lebendig machen kann, ist wichtig für mich. Wenn wir hier so stehen, höre ich fast die Menschen, die singen, beten, miteinander sprechen. Bei den Renovierungsarbeiten sind mittlerweile die Originalsäulen der Synagoge freigelegt worden. Zumindest die Geschichte kehrt zurück. Auch der jüdische Friedhof zeugt von der ehemals großen Gemeinde der Stadt. In den 20er Jahren lebten etwa 25.000 Juden in Harbin. Mit Maos Revolution 1949 verließen sie China. Viele Gräber wurden geschändet. Viele der Grabsteine tragen Bilder. Es ist sehr interessant, dass viele der Bilder, mit Ausnahme vielleicht eines, zerstört wurden. Bei den meisten wurden die Augen herausgeschlagen, in diesem Fall sogar das ganze Gesicht. Die Juden prägten das Harbin des frühen 20. Jahrhunderts. In kürzester Zeit bauten sich die Familien in Fernost eine Existenz auf. Am Anfang gab es in Harbin nichts, keine Stadt, gar nichts. Aber das Leben für jüdische Familien in Europa war so schwierig und entbehrungsreich, dass viele nach einem Ort gesucht haben, wo sie in Frieden und Freiheit leben können, wo sie Schutz finden vor den Pogromen und dem Antisemitismus, vor allem im Russland jener Zeit. Und so haben sie die Grenze überquert. Heute leben die Nachfahren der Harbiner Juden über die ganze Welt verstreut. Und die Erinnerung an sie wird wieder gepflegt. Der Heilang-Fluss, etwa 400 Kilometer südöstlich von Harbin. Die verzweigten Wasserwege, Geheimtipp für Touristen. Ein Gebet vor dem Schlauchboot. Es ist an die Flussgötter gerichtet, die müssen besänftigt werden. Heute ist der Beginn der Wildwassersaison und sie haben nur 3 Monate zum Geldverdienen. Es ist ein kühler Sommertag, 22 Grad. Junge Outdoor-Touristen aus der Großstadt haben einen Wochenendausflug organisiert. Zum Raftingfluss. Die passende Ausrüstung haben sie mitgebracht. Regenjacken, Sonnenschutz, Helme. Die Jungen entdecken individuelles Reisen. Das Internet ist ihre Plattform. Agu koordiniert die Gruppe.
Wir haben eine Art Club, der sich im Netz organisiert. Jeder macht Vorschläge, wo wir hinfahren könnten, verbreitet sie über soziale Netzwerke. Ich stelle Neuigkeiten auf unsere Homepage. Wer Zeit hat, sagt zu und dann treffen wir uns. 4 Stunden dauert die Fahrt am ersten Tag. Nicht alle sind geschickt im Umgang mit den Booten. Wilder dürfte der Fluss nicht sein. In China ist Wassersport immer noch neu. Nur ein kleiner Teil der Chinesen kann schwimmen. In den Großstädten boomen die Schwimmlernkurse. Eine wackelige Birkenholzbrücke verbindet 2 Dörfer. Jedes Jahr im Frühjahr nach der Schneeschmelze muss sie neu gebaut werden. Die Wäscherin und die Spaßgesellschaft. Ein chinesischer Kontrast. Ein Campingplatz wartet auf die Großstädter. Die Zelte müssen sie selber aufbauen. Nach einer langen Arbeitswoche ist es einfach entspannend, draußen zu sein. Wir erleben hier etwas, was wir in der Stadt nicht können. Berge, Natur. Ich liebe Outdoor-Sport. Wenn du alles unter Kontrolle hast, gibt das ein Gefühl von Befriedigung. Aber es bleibt unberechenbar und du machst Fehler. Du fährst auf einen Stein beim Rafting oder so. Das ist lustig und nächstes Mal wird es dann besser. Mir macht das Ganze riesigen Spaß. Im Sommer treffen sie sich jedes Wochenende. Wandern, paddeln, klettern. Gruppen wie diese gibt es überall in China. Outdoor-Reisen sind anders, ein kleines Abenteuer. Wir suchen uns Orte aus, die in den Bergen, in der Natur sind, weit weg von der nächsten Stadt. Junge Leute in China haben so viel Druck, hier können sie entspannen. Nur Natur, keine andere Ablenkung. Deswegen kommen so viele. Tofu, Fleischspießchen, Bier und Schnaps. Chinesische Grillabende unterscheiden sich von deutschen nur im Detail. Sie sind Designer, Finanzmanager, Architekten. Eine neue Mittelschicht, die dem Klischee der lauten Reisegruppe mit Fotoapparaten nicht entsprechen will. Spaß haben ist ihre Devise. Der Erfolgsdruck bei der Arbeit beinahe vergessen. Die Entdeckung der Natur, das Draußensein, ist für die meisten eine neue Erfahrung. Auch ungewohnt. 350 Kilometer gen Nordosten. Die waldigen Hügel öffnen sich schnell in eine große Ebene. Hier ist die Kornkammer Chinas. Riesige landwirtschaftliche Flächen, dicht besiedelt, wechseln sich ab mit Sümpfen und tiefen Wäldern. Der Changkasee. Eines der größten Binnengewässer Asiens. Ein Strand wie an der Ostsee. Naherholungsgebiet für die umliegenden Städte und Dörfer. Und durchaus auch Reiseziel für Touristen. Der See ist 8-mal so groß wie der Bodensee. Bis zum gegenüberliegenden Ufer in Russland sind es knapp 100 Kilometer. Der Changkasee gehört zum Flusssystem des mächtigen Amur. Ein Zufluchtsort für viele Tiere. Es gibt allein 80 verschiedene Fischarten. Manche sind nur hier heimisch. An der Ostgrenze zu Russland. Sümpfe und tiefe Wälder. Durch das Grenzgebiet streifen die letzten Amur-Tiger. Die lokalen Forstbehörden kämpfen mittlerweile zusammen mit den Tierschützern vom WWF für sein Überleben.
In diesem Wald leben die Menschen von der Krötenzucht für die traditionelle Medizin. Einer der Alten will in den frühen Morgenstunden einen Tiger gehört haben. Was genau hat er gehört? Warum glaubt er, dass es ein Tiger war? Der 69-Jährige lächelt verunsichert und weiß vor allem eines: Er hatte große Angst. Nur 150 Meter, das ist sehr nah. Es war wie im Fernsehen, genau so. Und in welcher Richtung ungefähr? Die sibirischen oder Amur-Tiger sind selten. Nur noch etwa 400 Tiere leben in den Wäldern. Jede Spur wird verfolgt. Und so ist auch diese Aussage interessant. Heute Morgen, ganz früh, ich bin da zum Teich, um Wasser zu holen. Und dann habe ich dieses Geräusch gehört. Erst war ich mir nicht sicher, was es ist, und habe nochmal hingehört. Ein Tiger. Ich wollte den Gong suchen, um Alarm zu schlagen, aber ich hatte zu viel Angst. So hat es sich ungefähr angehört. Ob es wirklich ein Tiger war, möglich ist es. In dieser Gegend haben die Förster schon einmal Spuren gefunden. Im Winter ist es einfacher. Im tiefen Schnee lassen sich die Tiere besser verfolgen. Im Sommer wäre ein Fund ein Glückstreffer. Der alte Mann hat uns ein paar Informationen gegeben. Natürlich nicht genug. Wir werden jetzt nach Spuren suchen und einen geeigneten Platz finden, um unsere Fotoapparate zu installieren. Gemeinsam mit den Förstern bauen die WWF-Biologen Fotofallen auf. Einen Tiger gesehen hat noch keiner von ihnen. Die Tiere sind menschenscheu. Und in China soll es überhaupt nur noch 20 Exemplare geben. Sie sind nach wie vor bedroht. Von Wilderern, die Fell und Knochen zu Höchstpreisen verkaufen können, und von immer mehr Menschen. Mit dem Gong gegen Tiger. Die Krötenzüchter haben Angst. Ihre einzige Waffe ist der Lärm. Und ein bengalisches Feuer. Das soll den Tiger einschüchtern und die Menschen beruhigen. Im bitterkalten Winter wohnen die Krötenzüchter in ihren Dörfern. Sobald der Schnee geschmolzen ist, ziehen sie in den Wald. Ein einsames Leben zwischen Mücken und Teichen. So manch einer der Waldbewohner mag versucht sein, Fallen aufzustellen. Tote Tiger versprechen hohe Gewinne. Und so ist es ein gutes Zeichen, dass der alte Mann heute Morgen als erstes den örtlichen Förstern Bescheid gesagt hat. Neben den Krötenzüchtern arbeiten in den Wäldern auch viele Imker. Den Honig verkaufen sie an der Straße und in den Dörfern der Umgebung. Xin Yuming kümmert sich seit 40 Jahren um Bienen. Früher für das Kollektiv, heute auf eigene Rechnung. Umgerechnet 12.000 Euro kann er damit im Jahr verdienen, wenn alles gut läuft. In diesem Jahr war der alte Xin krank. Die Hälfte seines Bienenstocks musste er verkaufen. Nur noch die Älteren haben Lust, als Imker zu arbeiten. Es gibt keinen Nachwuchs.
Die Jüngeren mögen die Arbeit nicht, weil sie vom Wetter abhängig ist und man Geld verliert, wenn das Wetter nicht passt. Im Juli ist Hauptsaison. Morgens zwischen 3 und 4 steht der 70-Jährige auf, beobachtet die Stimmung in seinem Bienenvolk. Sind sie aufgeregt, krank oder arbeiten sie fleißig? Jeden Tag wird er ein paar Mal gestochen, aber das kümmert den alten Chin wenig. Das Gift der Bienen hilft gegen Rheuma, sagt er. Und etwas Besseres als Honig, Pollen und Gelee Royal gäbe es in der Natur ohnehin nicht. Das hätten schon die Kaiser im alten China benutzt als Gesichtscreme. Ich liebe die Arbeit. Mir würde etwas fehlen, könnte ich nicht mehr Imker sein. Bienen sind sehr interessant. Sie arbeiten hart, immer als Team. Wenn eine Wespe kommt und die Bienen angreift, töten sie sie ohne Probleme. Die Bienen sind besser als Menschen, wenn es um Zusammenarbeit geht. Außerdem arbeiten sie mehr. 24 Stunden. Tagsüber sammeln sie Honig, nachts ziehen sie den Nachwuchs auf. Den besten Honig erntet man am Morgen. Am Nachmittag ist er zu flüssig, erklärt Chin. Die meiste Zeit ist er allein. Seine Frau starb schon vor einigen Jahren. Jetzt hilft ihm hin und wieder sein Sohn. Und er hat einen treuen Hund. Manchmal ist es ein bisschen langweilig. Aber mit einer Solarzelle kann man Strom machen und Fernsehen gucken. Nächstes Jahr kaufe ich mir eine, dann kann ich immer Fernsehen schauen. Wir haben dann 40 Kanäle hier. Vom Imker aus geht es noch tiefer in den Wald. Die Suche nach Wilderern ist nicht leicht für die Förster und Tierschützer. Das Tigergebiet ist riesig, schwer zu überwachen. Die letzten Kilometer müssen sie zu Fuß zurücklegen. Eine herrliche Wald- und Wiesenlandschaft, ein bisschen Europa in China. In der Nähe wurden schon häufiger Tigerspuren gefunden. Heute wollen die Förster und Tierschützer den Zustand der Futterkrippen kontrollieren. Sie sind im Winter wichtig für das Überleben des Wilds und damit auch der Tiger. Ihr Schutz ist nicht einfach. Tiger brauchen sehr viel Platz. Ein kleines Naturschutzgebiet reicht nicht aus. Wir müssen die verschiedenen Schutzbereiche verbinden. Die Förster gehen Patrouille, spüren Fallen auf, die die Wilderer aufstellen. Und schließlich schützen wir die Beutetiere des Tigers, forsten auf, sorgen dafür, dass Hirsche und Wildschweine, vor allem im Winter, genug Futter haben. Damit auch die Tiger am Ende genug zum Fressen finden, um ihren Nachwuchs zu versorgen. Mittlerweile gibt es sogar gemeinsame Schutzprojekte mit den russischen Nachbarn. Und so könnte es Hoffnung für Amur-Tiger und Amur-Leopard geben. Vom Tigerwald geht es weiter Richtung Norden. Unendliche Weite. Ein gewaltiger Fluss, der Amur. Der mächtige Strom trennt Russland und China im äußersten Nordosten Asiens. Der Hafen von Jianjinkou. Die Schonzeit ist gerade vorbei, die Netze müssen in Ordnung gebracht werden. Yo Manxiang und seine Frau Xu kennen es nicht anders. Fischen ist Schufterei, man braucht Geduld und das Quäntchen Glück. In der Amur-Region lebten jahrhundertelang tungusische Völker. Sie zogen als Nomaden durch das weit verzweigte Flusssystem. Heute sind sie in Dörfern wie Jianjinkou sesshaft geworden.
Jo und seine Frau Xu werfen Treibnetze aus, hoffen auf fette Beute. Jo, heute 65 Jahre alt, arbeitet auf dem Fluss, seitdem er 14 ist. Vieles hat sich geändert. Früher waren wir einfach nur Fischen und Jagen. Aber heute gibt es für alles Regeln. Unsere Jagdgewehre sind beschlagnahmt. Die Tiere sind alle geschützt. Und fischen dürfen wir nur außerhalb der Schonzeiten. Und dafür müssen wir noch eine Gebühr bezahlen. Einige wenige armselige Fische zappeln im Netz. Kein guter Tag. Die werden ohnehin seltener durch Überfischung und Umweltverschmutzung. Die Zeit, als Lachs, Forelle und Stör in großen Mengen gefangen wurden, ist vorbei. Fischerin Xu gehört nicht zur tungusischen Hirjan-Minderheit, sie ist Han-Chinesin. Die meisten Ehen im Dorf sind gemischt. Am Anfang war das Zusammenleben gar nicht so einfach. Die stolzen Fischer und Jäger von einst sitzen heute zu Hause. Die Suppe zum Mittagessen ist dünn, aber früher war die Ernährung noch karger. Damals kannten sie nur Fisch, ein bisschen Fleisch, Kohl und Kartoffeln. Kein anderes Gemüse. Sie haben wie Kinder in den Tag gelebt und hatten keine Ahnung vom Alltag von uns Han-Chinesen. Die lokale Regierung hat das Hirjan-Dorf hübsch gemacht. Alles ist renoviert. Touristen sollen kommen. Schon säumen Fischrestaurants und Souvenirläden die Straße. Arbeitsplätze für die Jungen. Die zart riechende Attraktion, Kleidung aus Fischhaut. Einst die Herbst- und Frühjahrstracht der Hirjan. Jetzt begehrtes Touristensouvenir. Die Fischhäute müssen heute aus Russland importiert werden. Die hier gefangenen Fische taugen nicht mehr. Ich bin schon ein bisschen wehmütig. Früher waren wir einfach Fischen und hatten dann genug für die nächsten Wochen. Wir hatten keine großen Sorgen. Wir haben nur für den Tag gelebt. Das geht heute nicht mehr. Die Traditionen werden mit der kommenden Generation in Vergessenheit geraten. Die Sprache der Hirjan ist schon verloren. Nur wenige alte Menschen beherrschen sie noch. Die Fischtataren, wie sie einst genannt wurden, und ihre Kultur sind am Verschwinden. Kilometer entlang der chinesisch-russischen Grenze nach Westen. Wald und Wiesen, durch die früher das Volk der Orochen zog. Längst sind die Jäger von damals in der Gegenwart angekommen, sprechen und leben chinesisch. Oma Ge und ihre Familie auf dem Weg in den Blaubeerwald. Früher waren die Beeren wichtig fürs Überleben. Sie garantierten Vitamine in den Wintermonaten.
Heute sammeln die Orotschen, um ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Wir verkaufen die meisten Beeren, aber einen Teil vergraben wir auch für den Winter. So bleiben sie frisch. Und wir machen Blaubeerschnaps. Außerdem gibt es eine Art Kuchen, für den wir Blaubeersaft mit Mehl mischen, bevor wir das Ganze dämpfen. So lecker. Das alte Dorf der Orotschen, gebaut vor etwa 60 Jahren, als die Chinesen das Volk sesshaft machten. Die Jüngeren kennen nur das Leben in Häusern. Die Jagd spielt kaum noch eine Rolle. Oma Ge näht noch Kleidung aus Tierhäuten. Klassische Aufgabe der Orotschenfrauen. Ein guter Winterpelz war wichtig, bei Temperaturen bis zu minus 40 Grad. Heute schneidert Oma Ge für Touristen und um ihre Handwerkskunst zu zeigen. Unsere Fähigkeiten werden verschwinden. Wenn unsere Töchter oder andere sie nicht lernen, dann wird es sie bald nicht mehr geben. Eigentlich ist es schon soweit. Wir sind nur noch ein paar alte Frauen, die so nähen können. Die Orotschen-Familien sind gerade in neue Häuser gezogen. Noch ist nicht alles fertig, aber für die Jubiläumsfeier zur Dorfgründung soll es soweit sein. Die Regierung will mehr Touristen in die Region locken und setzt auf Folklore. Oma Ge und ihr Mann sortieren den Hausrat. Der dritte Umzug im Leben. Vom Wald ins Holzhaus und nun in diese neuen Gebäude. Das birkenähnliche Kreuz am Dach soll an Zelte erinnern. Das Design ist ein bisschen komisch. Wenn das Hauselement auf diese Seite platziert worden wäre, sähe es viel hübscher aus. Naja, Leute aus Harbin haben das Haus entworfen. Ja, und ohne das Loch da wäre es auch viel hübscher. Aber Oma Ge und ihr Mann sind zufrieden. Ein neues Haus, ein paar Zuschüsse von der Regierung, ein kleines Stück Land, es geht ihnen gut. Von der russisch-chinesischen Grenze knapp 300 Kilometer nach Süden. Die karstige Lavalandschaft wirkt ungewohnt im sonst so sanften Land. Die Vulkanregion Wudalianshi ist Touristenmagnet, wegen der Lavaformen und der berühmten Thermalquellen. Einer der Parkwächter, Wu Baoyi. Er räumt den Touristen hinterher, die gedankenlos Plastikflaschen, Zigarettenpackungen und anderen Müll in den Wald werfen. Insgesamt 14 Krater sind in die Landschaft getupft. Ihren Ausbrüchen verdankt die Region ihre Fruchtbarkeit. Der alte Wu genießt den Ausblick und die Ruhe. Zu seinem Vulkan kommen nicht so viele Touristen. Achtzehn Jahre schon lebt der alte Wu im Schatten des Vulkans. Ursprünglich kam er aus dem warmen Südchina, aber dort hat er nur seine Jugend verbracht. An das raue Klima hier konnte er sich nur schwer gewöhnen, zumal es im Winter sehr einsam wird. Nur er und seine Frau harren dann miteinander aus. Unser Leben hier ist ziemlich hart und anders. Es gibt kein Wasser, keinen Strom, keine anderen Menschen. Und man kommt hier schlecht weg, vor allem im Winter, wenn alles tief verschneit ist und nicht einmal die Busse kommen. Ich muss mir schon im Sommer Vorräte für den Winter anlegen. In seiner bescheidenen Hütte sammelt der ehemalige Lehrer ein paar Erinnerungen an die Touristen, die ihm begegnet sind. Solche Besuche und die Natur entschädigen ihn für den harten Alltag.
Morgens um 7. Der Reiseführer dirigiert seine Schäfchen. 100 Gäste führt er heute zu einem der Krater. Disziplin ist alles, Ruhe gibt es hier nicht. Wir sind eine Gruppe. Wenn jede Person sich eine Minute verspätet, dann sind das schon 100 Minuten bei einer so großen Gruppe. Deswegen müssen wir sehr diszipliniert sein. Individualtouristen gibt es nur wenige. Gruppentrips sind in China immer noch die beliebteste Reiseform. Dass der Pulk wie ein Haufen unmündiger Kinder dirigiert und umhergescheucht wird, stört kaum jemanden. Li Shugang ist mit Sohn und Onkel unterwegs. Sie kommen aus Qichihar, nur 200 Kilometer entfernt. Auf die Idee, mit dem eigenen Auto anzureisen, die Tour selbst zu organisieren, ist er nicht gekommen. Auch wenn er zugibt, dass die Dauerbespaßung des Reiseführers etwas nervt, er nimmt sie in Kauf. Es ist sehr bequem. Alles ist organisiert. Die Reise, das Essen, die Sehenswürdigkeiten. Das alles selber zu machen, ist schwierig. Alleine schon die Eintrittskarten zu kaufen. Der letzte Ausbruch liegt nur 350 Jahre zurück. Erdgeschichtlich ein Wimpernschlag. Charakteristisch für die Region sind die Seen am Fuß der Vulkane. Die Gruppe mit Vater Li und seinem Sohn stoppt auch hier. Es reicht für ein paar Erinnerungsfotos, dann geht es weiter zum nächsten Motiv. In einer Reisegruppe ist die Zeit pro Besichtigungsort zu kurz. Und die Hotels und das Essen sind auch nur mäßig. Ganz offensichtlich entfremden sich die Jüngeren etwas von der klassischen chinesischen Gruppentour. Die nächste Generation reist vielleicht schon alleine an. Noch allerdings sind die berühmten Sehenswürdigkeiten Chinas mit gleichfarbigen Touristengruppen und ihren quäkenden Reiseleitern verstopft. Doch sie wandeln nur auf den ausgetretenen Pfaden. Selten nehmen die Gruppen längere Fußmärsche in Kauf. Die größte Attraktion der Vulkanregion? Thermalquellen, allerdings kalt. Die Badenden hoffen auf die heilende Wirkung des Wassers. Viele kommen jeden Tag, über Wochen und Monate. Immer gut geschützt vor der Sonne. Diese Quellen kannten schon unsere Vorfahren. Sie sind gut gegen Rheuma und Hautkrankheiten. Wem sonst nichts hilft, der kommt hierher. Wenn einem immer kalt ist, soll man hier baden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin nur aus Spaß hier. Es gab Menschen, die hatten Schwierigkeiten zu gehen. Die kamen hierher und sind seitdem beschwerdefrei. Meine Schmerzen sind auch schon viel besser. Neben dem Badeteich die Trinkkur. Das Wasser enthält viel Kohlendioxid und ist stark eisenhaltig. Ganz im Süden der Provinz Heilongjiang. Das Naturschutzgebiet Jialong. Es ist das Brutgebiet vieler seltener Vögel, der Mandschurenkranich, die berühmteste Art. In Jialong arbeiten Biologen an ihrer Nachzucht und Auswilderung. Früher gab es hier nur ein paar Dörfer der Mandschuren, Fischer und Rebbauern. Der Rest gehörte den Vögeln. Mensch und Natur lebten im Einklang.
Blutegel und Käfer für die chinesische Medizin. Fisch für den Kochtopf. Es blieb genug für die Kraniche. Aber die Städte kommen immer näher, das Marsch- und Sumpfland wird kleiner. Reetdächer waren einmal charakteristisch für die Region. Heute wird das Reet verkauft und exportiert. Xu Jianfeng arbeitet als Ranger im Naturschutzgebiet. Er wacht über die Mandschurenkraniche. Es leben nur noch etwa 2400 Tiere in freier Wildbahn. Jialong ist eines der wichtigsten Brutgebiete. Jetzt im Sommer sorgen sich die Vögel um die Nester. Die meisten verstecken sich im Schilf. Kraniche sind einfach wunderschön und sehr charakterstark. Über die Jahre lernt man sie sehr gut kennen. Sie tanzen, singen, das ist schon beeindruckend. Ich fühle mich von ihnen angezogen. Die Arbeit mit den Vögeln berührt mich. Ich liebe meine Arbeit. Im Herbst ziehen die Kraniche gen Süden, an die Küsten Chinas. Der Winter in der Mandschurei ist zu kalt. Ein majestätischer Anblick. Die Tiere werden bis zu 1,5 Meter groß. Die halbwilden Kraniche, die in Jialong aufgezogen werden, begeistern auch die Touristen. Ein kleiner Teil des Naturschutzgebietes ist für alle zugänglich, mit Beobachtungsposten für Fotografen und Naturliebhaber. Der Mandschurenkranich gehört in China zu den besonders geschützten und geschätzten Arten. Für seinen Erhalt wird viel Geld investiert. Wie auch der Amur-Tiger braucht der Kranich Raum und ungestörte Natur. Die eiskalten Winter im Nordosten Chinas haben über Jahrhunderte eine dichte Besiedlung verhindert. Erst die Moderne brachte Menschen in Massen. Die wenigen Naturoasen zu schützen, ist die schwierige Aufgabe für die Zukunft. Musik